Hi Leute, ich fliege morgen für 3 Wochen in den Urlaub. Ich fliege nach Moskau, von dort aus mit dem Zug nach Peking, von dort aus mit dem Zug nach Shanghai und von dort aus mit dem Flugzeug nach Seoul. Das dauert insgesamt 21 Tage und ich bin früher immer so in den Urlaub gereist wie jeder andere mit einem dicken Koffer. Die Zeiten sind vorbei, weil ich nur mit Handgepäck reise und ich wollte euch mal zeigen, was ich in meinen Rucksack tue. Ich habe den hier, den Osprey Farpoint 40, den habe ich euch, glaube ich, schon mal vorgestellt, zumindest auf meinem Instagram-Profil. Der fasst 40 Liter und ist genauso groß, wie ein Handgepäckstück sein darf. Es ist also sehr praktisch. Und dazu nehme ich noch einen zweiten Rucksack mit, den tue ich allerdings nur in diesen Rucksack rein. Und den benutze ich dann quasi so als Tagesrucksack, wenn wir irgendwo unterwegs sind, weil der halt leichter ist als der Osprey. Das heißt, ich tue erst den da rein. Und generell versuche ich, so wenig Sachen wie möglich mitzunehmen. Das heißt, ich muss mir genau überlegen, was ich mitnehme. Und was für mich als Veganer ein absolutes Essential ist, ist ein kleiner Reiskocher, damit ich mir im Hotel auch Sachen zubereiten kann und nicht überall mit Sachen mit Preisen abgezockt werde. Und ich versuche wirklich jeden Stauraum auszunutzen. Da ist nämlich so dieser Kochtopf drin. Und den fülle ich für gewöhnlich mit meinen Socken. Tada! Kochtopf voller Socken. Ich habe jetzt 5 Paar mitgenommen. Ich nehme, wie gesagt, von allen so 5 bis 6 Paar mit. Das reicht für den Urlaub, finde ich, weil man ja auch zwischendurch waschen kann. Das trocknet dann, während man gerade nicht da ist. Das funktioniert super. Kabel abstecken. Das kann man nämlich woanders im Koffer viel besser unterbringen. Rein da. Jo. Und jetzt die anderen Sachen. Was ihr unbedingt mitnehmen solltet, zumindest wenn ihr mit dem Zug lange reist, ist irgendwas, um Essen zu fassen. Und ich nehme Essstäbchen mit, weil man halt kein Gabel und kein Messer mit ins Flugzeug nehmen darf. Eine Tupperdose, die wird euch auf jeden Fall irgendwann nochmal das Leben retten, sei es nur, wenn ihr irgendwelche Apfelkitchen habt und ihr die nicht transportieren möchtet, weil ihr nirgendwo einen Mülleimer findet, wie das zum Beispiel in Südkorea der Fall ist. Und das Tolle ist, die Tupperdose kann man ja, wenn man reist, nochmal mit Sachen füllen, wie zum Beispiel hier mit Unterhosen. Passen sogar alle bis auf eine rein. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum Leute immer so von Packing Cubes schwärmen. Man kann doch einfach Tupperdosen nehmen und da Unterhosen rein. Und das funktioniert genauso. Dann T-Shirts. Alles mit der Marie Kondo-Methode gefaltet, damit es möglichst wenig Platz wegnimmt. Die habe ich euch auch schon mal in einem Video gezeigt. Auch jetzt 5 oder 6 Stück. Und das Tolle ist, der Rucksack hier hat sehr, sehr viele versteckte Fächer. Und allgemein sehr, sehr viel Staubvolumen. Gerade 40 Grad in Peking. Ich werde also nur kurze Hosen brauchen. Halt die lange Hose, die ich anhabe. Ich werde mir morgen noch so einen Sweater drüber ziehen, weil wir um 6.30 Uhr fliegen. Das heißt, um 4 Uhr morgens oder so am Flughafen sind oder irgendwie sowas. Oder zumindest um 4 Uhr morgens losfahren. Dementsprechend, jo. Alle kurzen Hosen in den Koffer. Die werden dann am Zielort, stürme ich auf die erstbeste Toilette am Flughafen in Moskau und werde mich umziehen. Alle elektronischen Sachen. Mein Kindle, der darf auf gar keinen Fall fehlen, den möchte ich aber griffbereit haben. Noch an nicht elektronischen Sachen, mein Beutel mit Flüssigkeiten im Handgepäck, eigentlich nur Medikamente, Haargel und Feuchtigkeitscreme, weil ich eben nicht weiß, ob ich die auf dem Weg da irgendwo vegan und tierversuchsfrei bekomme, also nehme ich die mit. Genauso wie meine Zahnbürste, meine Trockenzahnpasta, die Dent-Tabs. Und mein Rasierer allerdings ohne Klinge, weil die darf man nicht mitnehmen. Die Klingen kaufe ich dann in Moskau. Anstatt Duschgel und Shampoo benutze ich Seifen. Diese Seife von Lush als Shampoo. Und für alle anderen Zwecke, nee, das war doch das, das war Shampoo. Und dieses Stück Aleppo-Seife für alles andere. Funktioniert auch super, benutze ich seit Monaten. Ein Handtuch, Leute. Wenn ihr mit dem Zug reist, wenn ihr mit der Transsibirischen Eisenbahn reist, ihr braucht ein Handtuch. Das ist eins von diesen mega großen, schnell trocknenden Reisehandtüchern. Die kriegt man irgendwie für 10, 20 Euro auf Amazon. Und die kann man komplett klitschnass machen, einmal ausbringen. Innerhalb von 4, 5 Stunden ist es trocken, wenn das Wetter gut ist. Also super Investition, weil das wirklich, das hat Badehandtuchgröße und ist jetzt gerade nur so klein. Auch mit rein. Ein Kamm. Weil ich Videos drehen werde und mein MacBook nicht so viel Speicherplatz hat, brauche ich eine externe Festplatte. Externe Festplatte. Ladegerät vom MacBook. Auch mit rein.
Ladekabel vom Kindle. Ladekabel von meinem iPhone. Eine Sonnenbrille, die möchte ich aber auch griffbereit haben. Eine Powerbank, die packe ich jetzt ein, werde die allerdings heute nochmal laden. Mein MacBook kommt vorne rein in den Rucksack, genauso wie der Kindle. Ich werde noch eine Wasserflasche mitnehmen, die ist allerdings gerade noch, ach, ich sehe sie, ich kann sie mal eben holen. Also hier jetzt noch meine Wasserflasche vorne rein. Und was ich natürlich vergessen habe, war ein zweites Paar Schuhe, neben den Schuhen, die ich halt anziehe. So sieht das jetzt aus. Das sind jetzt so die Dimensionen für 3 Wochen mit sogar noch unnötigem Zeug mitgeschleppt. Also der Laptop, der ist ja nicht zwingend notwendig im Urlaub. Ich gehe den jetzt mal eben wiegen. Ich habe das jetzt mal ausgewogen. Ich bin auf 8 Kilo gekommen. Wenn man das MacBook und das Zubehör fürs MacBook rausnimmt, ist man bestimmt locker bei irgendwie, weiß nicht, 7 oder so. Dementsprechend so groß ist der jetzt. Ich habe gerade nochmal nachgemessen. Das entspricht auf jeden Fall den EU-Handgepäckvorgaben, zumindest bei Air Berlin und bei den ganzen anderen Fluggesellschaften, mit denen wir reisen. Also sollte unsere Reise nichts im Weg stehen. Und so lässt es sich viel angenehmer reisen als mit so einem großen, schweren 23-Kilo-Koffer, den man dann erstmal noch sofort ins Hotel bringen muss, wenn man den total unpraktisch findet. Und ja, sich damit irgendwie nicht gut in Städten bewegen kann, da ist das mit so einem Rucksack doch viel angenehmer. Gebt diesem Video gerne einen Daumen hoch oder abonniert mich. Und oder abonniert mich, das wäre der beste Fall, wenn ihr weitere Sachen von mir sehen wollt und sehen wollt, wie mein Rucksack umfällt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube, das nächste Video ist dann schon aus meinem Urlaub. Also, Moskau, ich komme.